Hallo und willkommen zurück zu Mass Effect 2. In der letzten Folge ist ja unsere Crew entführt worden. Und ja, wir begeben und werden uns jetzt durch das Omega-4-Portal begeben. Und ja, den Kollektoren mal ordentlich eins auf die Nase geben. Oder selber 100.000 Mal sterben, wer weiß. Wer weiß. Besonders der Endkampf, der wird nicht zum Lachen sein. Das Omega-4-Portal ist von Gefahrensignalen und automatischen Warnvorrichtungen umgeben. In den letzten 1000 Jahren haben viele Schiffe versucht, es zu durchfliegen, aber keins ist je zurückgekehrt. Die einzigen, die es anscheinend gefahrenlos benutzen können, sind die geheimnisvollen Kollektoren. Es gibt zahlreiche Theorien, warum Schiffe von Omega-4 nicht zurückkehren. Manche sagen, am anderen Ende befindet sich ein schwarzes Loch. Andere hauptsächlich die verarmten Unterschicht von Omega glauben, es handelte sich um eine Art Paradies auf Erden. Aha. Die meisten sind jedoch der Ansicht, dass die Kollektoren ganz einfach jedes Schiff erobern oder zerstören, das durch das Portal kommt. Bitte Ziel bestätigen, Shepard. Das Reaper FFS ist online, aber es besteht die Chance, dass die Normandy das Omega-4-Portal nicht übersteht. Sobald wir unterwegs sind, gibt es kein Zurück mehr. Die Kollektoren haben meine Leute verschleppt. Zeit, sie zurückzuholen. Verstanden, Commander. Lege Kurs zum Omega-4-Portal fest. Ankunft in ungefähr 2 Stunden. Ich sag Ihnen dann Bescheid. War noch... Whatever. Whatever. Sie können schnell über niedrige Deckungsobjekte springen, indem Sie W festhalten und Leertaste drücken. Ja, nur leider funktioniert das nicht immer. Und wir haben schon wieder ein Standbild im Ladebild. Gut. Also, ich habe ein paar Antibiotika und homöopathische Sachen genommen, um mein Immunsystem zu stärken. Ich wollte Musik mitbringen, wusste aber nicht, was dir gefällt. Und jetzt plappere ich wie eine Idiotin. Es ist okay. Komm her. Ich will nur nicht, dass... Es soll klappen. Ich hab's nicht gemacht, hab die Risiken minimiert. Aber nervös bin ich trotzdem. Und dann rede ich immer zu viel. Ein Schutzmechanismus. Und es ist dumm. Und Leuten, die nur den Helm sehen, aber nicht meinen Gesichtsausdruck, muss ich doch verdeutlichen, was ich empfinde. Wow, 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 wow. Eieieiei. Na? Shepard, ich wünschte, ich hätte mehr Informationen für Sie. Es gefällt mir nicht, dass Sie das Portal blind durchstoßen. Aber wir haben keine große Wahl. Wir stellen uns allem, was uns begegnet. Trotz der Gefahr ist es eine großartige Gelegenheit. Der erste Mensch, der ein Schiff da durchbringt und es überlebt. Ist sonst noch irgendwas? Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich es zu schätzen weiß, welches Risiko Sie eingehen. Ungeachtet Ihrer Meinung über Cerberus. Oder über mich. Sie sind von großem Wert. Für die gesamte Menschheit. Seien Sie vorsichtig, Shepard. Natürlich. Schmecksi. Very schmecksi. Nähern uns dem Omega-4-Portal. Alle bereithalten. Ziehen wir es durch. Reaper FFS aktiviert. Signal bestätigt. Commander, der Antriebskern hat gerade angefangen zu leuchten wie ein Weihnachtsbaum. Elektrische Ladung des Antriebskerns im kritischen Bereich. Leite um! Festhalten für Bremsvorgang.
Oh, scheiße! Zu knapp. Oho, es müssen genau die Schiffe da sein, die versucht haben, durch das Omega-4-Portal vorzustoßen. Manche sehen uralt aus. Ich habe eine Energiesignatur an der Kante der Akkretionsscheibe geortet. Das ist die Basis der Kollektoren. Bringen Sie uns näher ran. Ganz locker und entspannt. Oh no! Und jetzt ist entscheidend, welche Absicht man hat. Leite Ausweichmanöver ein! Jetzt gehen Sie mir aber auf den Geist! Edi, machen Sie die Mistkerle fertig! Solange die neue Panzerung hält. Ihr wollt eine neue Runde? Los doch, Mädchen, geben wir es Ihnen. Oh, shit! Alarm. Hülle des Maschinendecks beschädigt. Er ist im Frachtraum. Mein Team kümmert sich um den Eindringling. Schaffen Sie uns den Rest vom Hals. Tu mir viel, Kommando. Oh no. Miri. Und. Tali. So. Waffe, Bogenlichtprojekte auswählen. Nee, doch, den switchen wir besser. Und lass mich mal kurz überlegen. Dann wechseln wir das Präzisionsgewehr noch nach Antimateriegewehr, Widu. Okay, los geht's. Sie haben uns gesehen. Hier wäre vielleicht andere verbessern. 25 Schuss bloß. Sehr schlecht. Das bringt, glaube ich, nichts. Wir sitzen hier draußen auf dem Präsentierteller. Ich muss versuchen, sie in dem Trümmerfeld abzuschütteln. Ja, ja, mach. Mach, Joker. Unsere kinetischen Barrieren sind für Kollisionen mit Trümmern dieser Größe nicht ausgelegt, Jeff. Dann war das mit dem Upgrade wohl eine gute Idee. Wir fliegen rein. Nichts wie durch. Kinetische Barrieren bei 40%. Unkritische Energiereserven umleiten. Das wird jetzt wehtun. Kazu.
Schadensbericht. Genetische Barrieren stabil bei 30%. Kein signifikanter Schaden. Übernehmen Sie, Edi. Langsam. Wir wollen nicht noch mehr Aufmerksamkeit erregen. Feind geortet. Bewegt sich in Richtung Frachtraum. Das Ding schon wieder. Das muss Shepard übernehmen. Oh, die machen so viel Vorsicht, Lärm. Von rechts. Das war ziemlich uncool. Und knapp. Dafür brauchen wir schwere Waffen. Oh, fuck. Hübsch. Nanu, es geht auch so. Von Miri, obwohl sie bei mir unten war, durchs Kommen? Was ein Quatsch. Was ein Quatsch. Da ist sie. Die Basis der Kollektoren. Suchen Sie einen Landeplatz, ohne aufzufallen. Zu spät. Die schicken uns zur Begrüßung wohl einen alten Freund. Ein cooles Schiff, muss ich schon sagen. Also, mir gefällt das besser als das, was die Menschen, die Turianer da zusammengezaubert haben. Zeigen wir Zähne. Hauptgeschütz. Feuer frei. Oh, die Knarren von Garrus. Die Sackskanonen. Oh. Na, wie gefällt euch das hier, Mistkerle? Näher ran und machen sie fertig. Alle festhalten, das wird eine wilde Fahrt. Schick sie zur Hölle, Mädchen. Achtung! Ach, Joker. Masseneffekt fällt Generatoren offline. Edi, tun Sie was! Generatoren reagieren nicht. Alle festhalten. Landung wird hart. Eie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 
Joa. Joker, alles in Ordnung? Vermutlich Rippenbruch. Alle auf einmal. Mehrere Kernsysteme beim Absturz überlastet. Es wird eine Weile dauern, bis wir wieder einsatzfähig sind. Wir wussten alle, dass es wahrscheinlich keine Rückreise geben wird. Oh, nicht so pessimistisch hier. Ich will die Kollektoren aufhalten, allein um davon berichten zu können. Schön, dass Sie das sagen haben. Was jetzt? Wie lange, bis die Kollektoren die Landezone finden? Ich orte kein internes Sicherheitsnetzwerk. Möglicherweise haben die Kollektoren nicht damit gerechnet, dass jemand ihre Basis erreicht. Mit etwas Glück hat es ihre externen Sensoren genauso zerrissen wie uns und sie wissen gar nicht, dass wir noch leben. Hm. Okay. Die schöne Normandie. Schnüpf. Ach, und alles ohne Musik. Ui. So war diese Mission zwar nicht geplant, aber das ist nun mal die Lage. Wir können uns nicht darum kümmern, ob die Normandie uns nach Hause bringt. Wir sind hier, um die Kollektoren aufzuhalten, und das bedeutet, wir brauchen einen Plan, um die Station auszuschalten. Edie, zeigen Sie mal Ihre Scans. Sie müssten Ihre kritischen Systeme überlasten können, falls Sie es bis zu dem Hauptkontrollzentrum hier schaffen. Das bedeutet, wir müssen durch das Herz der Station. Direkt an dieser massiven Energiesignatur vorbei. Das ist die Zentralkammer. Falls unsere Crew oder jemand von den Kolonisten noch am Leben ist, halten die Kollektoren sie vermutlich dort fest. Sieht aus, als gäbe es zwei Hauptrouten. Wir sollten uns trennen, um die Kollektoren zu verunsichern. Und dann kommen wir in der Zentralkammer wieder zusammen. Nicht gut. Beide Wege sind blockiert. Sehen Sie diese Türen? Da kommen wir nur durch, wenn sie jemand von der anderen Seite aus öffnet. Das ist keine Festung. Es muss eine Möglichkeit geben. Hier, vielleicht kommt durch diesen Lüftungsschacht jemand rein. Praktisch ein Selbstmordkommando. Ich melde mich freiwillig. Ich weiß das zu schätzen, Jacob. Aber Sie würden es nicht schaffen, die Sicherheitssysteme rechtzeitig auszuschalten. Wir müssen einen Tech-Experten schicken. Ihre Entscheidung, Commander. Wen schicken wir in den Schacht? Hey, 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 hey. Was hat denn hier Legi eigentlich? Missionar bei den Wilden? Was? hat genau so eine abgestumpfte Bulle. Vormals General. Meisterdiebin. Attentäter mit Gewissen. Professor. Ja. Tali natürlich. Ab in die Röhre. Wir brauchen jemand mit Tech-Kenntnissen, der sich ins Sicherheitssystem hackt. Tali, Sie übernehmen das. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Der Rest von uns teilt sich in zwei Teams auf. Wir kämpfen uns beide Wege entlang. Das sollte die Aufmerksamkeit der Kollektoren von Ihnen ablenken. Ich führe das zweite Team an, Shepard. Wir treffen uns dann auf der anderen Seite der Türen. Nicht so schnell, Cheerleader. Niemand will von Ihnen Befehle annehmen. Das hier ist kein Beliebtheitswettbewerb. Leben stehen auf dem Spiel. Shepard, Sie brauchen jemanden, der durch seine Erfahrung Loyalität einfordern kann. Garrus, Sie führen das zweite Team an. Naja, zumindest weiß er, was er tut. Ich weiß nicht, was uns da drin erwartet, aber ich werde Sie nicht belügen. Es wird nicht leicht werden. Wir haben gute Leute verloren und vielleicht verlieren wir noch mehr. Wir wissen nicht, wie viele die Kollektoren verschleppt haben. Tausende, Hunderttausende. Es ist auch nicht wichtig. Nur eines zählt. Keinen einzigen mehr. Das können wir erreichen, hier und heute. Wir bereiten dem ein Ende. Sie wollen wissen, woraus wir gemacht sind? Ich sage, wir zeigen es Ihnen mit unseren Mitteln. Bringen wir unsere Leute nach Hause. Gut, dass die Masse da drin in dem Raum gerade Aliens waren und keine Menschen. Ach, ja. Eieieiei. Die meisten Eclipse-Söldner sind Frontkämpfer und Technik. Vorsicht vor ihren biotischen Fähigkeiten. Yeah. So, Gran Torino. Und, lass mich mal kurz überlegen. Kollektoren haben Barrieren.
nehmen wir Grunt und Sham. Halt, abbrechen. Outfitwechsel. Schon besser. So. Ja, dann würde ich sagen, an der Stelle machen wir denn mal wieder einen Break und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bye!